Formen. Luhmann Varela Maturana. Hallo Fritz. Hallo Tim. Schön, dich wiederzusehen. Ganz auf meiner Seite die Freude. Wir haben ja so eine lose Folge, wo du ein bisschen erzählst von deinen Begegnungen mit Protagonisten der systemischen Szene. Wir haben die Aufnahme gemacht zu Paul Watzlawick. Wir haben über Heinz von Förster gesprochen. Das sind jetzt ja beides Personen, die dir näher standen, mit denen du auch intensiver zusammengearbeitet hast, auch gemeinsame Kurse angeboten hast. Und wir haben heute die Gelegenheit, über gleich drei Personen zu sprechen, nämlich Niklas Luhmann und Francisco Varela und Umberto Maturana. Und das haben wir gesagt, weil du sagtest, du bist sicherlich nicht ganz so intensiv verbunden mit den dreien gewesen wie mit den ersten beiden genannten. Und nichtsdestotrotz viel verbundener als die meisten anderen von uns, die uns zuschauen und sich die Videos angucken. Naja, also mit den beiden ersten hatte ich eine persönliche Beziehung, ja, auch im privaten Bereich sozusagen, ja. Ich war bei denen zu Hause und die bei mir zum Teil. Also, aber mit den anderen hatte ich eine professionelle Beziehung, sprich, die habe ich eigentlich nur bei Tagungen oder Veranstaltungen, die ich zum Teil mitorganisiert habe, getroffen. Und da gewinnt man natürlich auch einen Eindruck, wenn man so zwei, drei Tage zusammen ist. Aber da gibt es sicherlich viele Leute, die Luhmann viel, viel besser kennen, als ich ihn kannte, obwohl ich den Kontakt mit ihm sehr geschätzt habe. Und dasselbe gilt für Maturana. Und mit Varela habe ich sozusagen den wenigsten Kontakt gehabt. Wenn ich das jetzt mal rein wollte, dann wäre Luhmann derjenige, zu dem ich noch am meisten Kontakt hatte, vielleicht gleich mit Maturana, und Varela ist dann ein bisschen im Hintergrund. Wenn man jemanden kennenlernt, ist es ja oft so, gerade bei solchen Persönlichkeiten, dass man vor sie schon auf eine andere Art und Weise entdeckt hat, also sprich, was von ihnen gelesen hat. Wann war es denn bei dir das erste Mal, dass du mit den Ideen und Konzepten von diesen dreien in Berührung gekommen bist? Naja, das ist zeitlich sehr unterschiedlich. Ich fange mal der Reihe nach an, wie ich mit den Konzepten in Kontakt gekommen bin. Da war Luhmann der Erste. Und zwar war das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe, heißt Vertrauen. Ja, hatte was mit meiner damaligen professionellen Situation zu tun in der Psychiatrie als Stationsarzt, wenn man versucht herauszufinden, was sind eigentlich sozusagen die Spielregeln, die bestimmen, ob man jemanden Urlaub gibt, ja, dass er nach Hause gehen kann. Das ist ja eine Vertrauensfrage. Habe ich das Vertrauen, dass er sich nicht am nächsten Laternenfall aufhängt, ja, wenn er mir sagt, dass er das nicht tut und so weiter. Also Vertrauen war das erste Konzept, was ich mit Luhmann in Verbindung gebracht hat oder dass ich mit Luhmann in Verbindung gebracht habe. Ich weiß gar nicht, irgendwie, also Vertrauen war sozusagen das Thema und da bin ich auf Luhmann gestoßen. Und die Idee, dass das eine Methode der Komplexitätsreduktion ist, das fand ich sehr überzeugend. Habe erst später erfahren, dass Luhmann das auch von wem anderen übernommen hat, aber so ist ja halt Wissenschaft oder so ist die Evolution von Ideen. Man übernimmt irgendwas von irgendwem und führt es dann fort. Das war aber, das war sozusagen in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre, 76, 77 in der Drehe. Ja, da habe ich dann auch meine ersten Artikel geschrieben und da kam dann Luhmann auch vor. Aber es ging eigentlich immer um diese Frage der Komplexitätsreduktion. Genau, und wann hast du dann Varela und Maturana dir erschlossen? Naja, da Maturana war für mich, ich habe öfter von Maturana gehört, als ich schon als Familientherapeut arbeitete in Heidelberg. Das war Anfang der 80er Jahre. Und zunächst habe ich gedacht, das braucht man überhaupt nicht, dieses Autopoiese-Konzept und so weiter. Ja, weil ich hatte mich damals schon mit der Frage beschäftigt, wie hängen soziale, psychische und biologische Prozesse zusammen. Und irgendwie war mir noch nicht einsichtig, wozu dieses Autopoiese-Konzept gut sein sollte.
Aber es wurde dann in der familientherapeutischen Szene diskutiert. Und dann habe ich mich dann irgendwann auch mal dran gemacht, das zu lesen. Ich weiß, dass ich dieses gelbe Buch mit Erkennen, die Konstrukten, ich weiß nicht mehr, wie der Untertitel ist, die Verkörperung von Wissen oder so ähnlich, so ein gelbes Viehweg-Büchlein mit lauter Artikeln von Maturana habe ich gelesen in Madras, im Madras Club. Dort hatte ich aus familiären Gründen zu tun, saß da ein paar Wochen in einem südindischen, britischen Herrenclub und habe Maturana gelesen und war dann fasziniert von dieser Idee der Autopoiese und da habe ich gewissermaßen Blut geleckt und ab da war klar, Autopoiese-Konzept, Strukturdeterminiertheit, Unmöglichkeit instruktiver Interaktion, das sind Denkfiguren, die einfach extrem hilfreich und nützlich sind für all die Fragen, die mich beschäftigten. Und das war eben, wie gesagt, diese Kopplung von Organismus, Psyche und sozialen Systemen. Und das war dann ja auch, wenn du dir dann das Autopoiesis-Konzept angeschaut hast, in dem Zusammenhang dann sicherlich auch mit Varela, weil Maturana und Varela Ja, das ja auch gemeinsam entwickelt haben. ich habe da allerdings, das war ein Buch, was als Autor der Herausgeber hatte draufgeschrieben, Maturana. Aber dann waren natürlich Artikel drin, in denen Varela und auch Uribe, der mir nie begegnet ist, mitgeschrieben haben. Aber für mich war Maturana dann der wichtigere. Und das waren jetzt sozusagen deine ersten Begegnungen auf Schrift und durch Bücher. Wann hast du denn die drei jeweils persönlich kennengelernt? In welchem Zusammenhang war das? Muss ich nachdenken. Luhmann habe ich kennengelernt bei einer Tagung über Spencer Brown. Das muss gewesen sein 1900. Nein, das Luhmann habe ich eher kennengelernt, das stimmt gar nicht. Ich glaube, ich habe Luhmann und Varela kennengelernt bei der Tagung, die ich selber organisiert habe, 1986, Überlebende Systeme. Ich hatte, glaube ich, als wir über Heinz von Förster gesprochen haben, das schon erwähnt, dass ich ja 85 zum ersten Mal mit Heinz von Förster, Paul Watzlawick zusammengearbeitet habe in Kalifornien. Und da ist die Idee entstanden, diese drei zusammenzuholen, nämlich Heinz, Luhmann und Varela oder Maturana. Und da war schon klar, man kriegt sie nicht beide, muss sich entscheiden. Und da Varela zu der Zeit in Paris arbeitete, war es naheliegend, den einzuladen, schon um Reisekosten zu sparen. Also da glaube ich, bin ich zum ersten Mal Luhmann persönlich begegnet. Das war dann 1986. Und Maturana, wann hast du ihn denn zum ersten Mal getroffen? Das muss so ein oder zwei Jahre später gewesen sein, weil wir haben damals in Heidelberg regelmäßig all die Leute weltweit, die uns interessierten, eingeladen zu irgendwelchen Veranstaltungen. Und das haben wir dann, das nannten wir Foren von der IGST, Internationale Gesellschaft für Systemische Therapie. Und da haben wir dann auch Maturana eingeladen, der dann 2 Tage oder 3 Tage dort seine Konzepte vorgestellt hat. Ich weiß nicht mehr genau, ob das jetzt 87 war, aber so in der Drehe. Und wie ist das dann weitergegangen? Sind die dann noch zu anderen Kongressen gekommen oder habt ihr womöglich auch zusammen mal was publiziert oder gearbeitet oder im Austausch gestanden? Also mit Luhmann, der war dann öfter, also der hat bei uns, der hat einen Vortrag gehalten und das war für mich sozusagen dann der relativ engste Kontakt mit ihm, dass die Bielefelder, ich glaube, es war Dirk Becker, der da federführend war, eine Tagung zu Spencer Brown organisiert haben. Das muss, glaube ich, 1990 gewesen sein. Da waren dann alle Bielefelder Soziologen da, Wilke und ja, also alle die Elida, Elena, nicht Elida, Elena war da,
Corsi, Kieserling, also die alle, die jetzt auch irgendwie immer noch sozusagen die Luhmannsche Fahne hochhalten, waren dort. Ich habe mir nicht alle Namen gemerkt, die da waren, aber ich war gewissermaßen da als einziger oder als fast einziger Nicht-Bielefelder da, aber ich war wahrscheinlich einer der wenigen unter den dort Anwesenden. Ich schätze mal, es waren so 14, 15 Leute da. Ich denke, es waren höchstens 3 oder 4 oder vielleicht auch 5, die Spencer Brown wirklich gelesen hatten. Aber es war trotzdem für mich eine höchst interessante Veranstaltung, schon weil die Art und Weise, wie diese Veranstaltung organisiert war, für mich ein bisschen fremd war. Weil wir saßen wirklich 2 Tage, 8 Stunden um einen runden Tisch herum und haben geredet. Ja, also das war eine irgendwie hämorrhoidenträchtige Veranstaltung und keiner ist auf die Idee gekommen, zu sagen, wir machen mal eine Pause und ändern irgendwie das Format. Ja, es war klar, Worte sind das Entscheidende, wir tauschen Worte und das in einer hochintensiven und den Körper und seine Bedürfnisse verleugnenden Art. Sehr, sehr beeindruckend für mich. An der Stelle vielleicht einmal einen kleinen Exkurs, weil mich das interessiert. Wenn man Leute sich anschaut, die sagen, sie möchten sich der Gedankenwelt von Luhmann nähern, dann wird ja häufig erzählt, dass das gar nicht so einfach ist. Entspricht auch meiner persönlichen Erfahrung, dass man ja immer wieder das versuchen muss, ja. Und lesen. Und man hat das Gefühl, ab und zu versteht man wieder ein bisschen mehr und dann nochmal ein bisschen mehr. Wie war das denn eigentlich bei dir? Wie hast du dich seinen Texten genähert? Naja, ich habe mich dem Luhmann, so wie ich mich allen Texten nähere, genähert, wie ich mich fremdsprachigen Kriminalromanen nähere. Ja? Also ich lese das, was ich verstehe und das, was ich nicht verstehe, über das gehe ich hinweg. Ja? Und beim ersten Mal bleiben dann ein paar Dinge hängen. Zum Beispiel bei Vertrauen war das relativ einfach. Ja? Vertrauen ist etwas, was ist ein Alltagsbegriff, aber in dem Moment, wenn man dann sagt, was ist eigentlich die Funktion, kommt man auf eine andere Ebene. Komplexitätsreduktion. Also kommt man zum Thema Komplexität. Aha, also nicht durchschaubar, nicht vorhersehbar und, und. Aber wenn man das dann 2 oder 3 Mal macht und wenn man dann viel Luhmann liest, dann erschließt sich das immer mehr, so wie man dann irgendwann auch in den fremdsprachigen Kriminalromanen die Fachausdrücke kennt, die all das, was in der Unterwelt wichtig ist, bezeichnet. Ja, also insofern ist das sozusagen ein Gang in die Unterwelt, den man da antritt. Aber ich glaube, das ist nicht anders als in allen anderen Wissenschaften, die halt ihre Fachausdrücke hat und die muss man sich erarbeiten, sprich sehen, wie sie gebraucht werden. Und mit der Zeit kommt man dahin und dann weiß man eben, was doppelte Kontingenz bedeutet und so weiter. Du hattest im Vorgespräch mir auch noch eine Geschichte erzählt und ich glaube, das war genau diese Veranstaltung, wo sich die Leute aus Bielefeld zu Spencer Brown getroffen haben. Du hattest nämlich gesagt, dass, glaube ich, da das entstanden ist oder die Idee geboren wurde, die Einführung in soziale Systeme aufzunehmen, richtig? Ja, da ist sozusagen... wir hatten damals schon den Auer Verlag gegründet in Heidelberg und ich bin dann an einem Abend, nachdem diese stundenlange Sitzung vorbei war, mit Dirk Becker spazieren gegangen, irgendwo am Blankenese, irgendwo am Ufer der Elbe, und er erzählte, dass Luhmann eine Einführung in die Systemtheorie hält. Vorlesung, eine seiner letzten aller Wahrscheinlichkeit nach. Und da habe ich gesagt, das ist doch ein Jammer, dass das dann nur die paar Studenten hören. Das muss man aufnehmen. Also wir haben da mal eigentlich die Idee des Hörbuches erfunden. Ja? Und Dirk war bereit, das mit Luhmann zu besprechen. Und Luhmann hatte schon 3 Vorlesungen gehalten. Also musste Dirk Becker den irgendeinen Hauswart oder Instituts Pedell, ich weiß nicht genau, wie die offizielle Berufsbezeichnung ist, bestechen durch eine Flasche Schnaps, dass er sich immer in die
erste Reihe setzt und diese Vorlesung aufnimmt auf Tonband und Luhmann bequatschen, dass er die ersten drei Vorlesungen nochmal nachspricht. Das haben wir gemacht und dann haben wir das herausgebracht als erste Ausgabe sozusagen dieser neuen Reihe des Karlauer Verlags, genannt Autobahnuniversität. Das Motto lautete: Jeder Stau bringt sie weiter. Da haben wir lange Zeit gemacht, sehr viele solche Vorlesungen herausgegeben und publiziert. Und wir waren die Ersten, die in Deutschland wirklich Hörbücher auf den Markt gebracht haben. Ja, ich weiß, ich habe mit Michael Klett zu der Zeit auch geredet und die planten das erst und die kamen dann erst ein oder zwei Jahre nach uns mit dem Hörverlag auf den Markt. Also insofern waren wir da Vorreiter und Jeder Stau bringt sie weiter, war ein gutes Modell nach der Wiedervereinigung, als all diese westdeutschen Akademiker, Privatdozenten dann plötzlich Professoren im Osten wurden, ja, waren das die Hauptkunden der Autobahnuniversität für ihre langen Fahrten, haben die sich dann schlau gemacht, um das dann im Osten zu erzählen, was sie vorher bei uns gehört hatten. Wenn wir nochmal auf die Personen gucken, Luhmann, Varela, Maturana, ja. Wie würdest du die drei denn jeweils charakterisieren? Wie waren die so als Person? Also zu Luhmann und zu Maturana habe ich irgendwie, wenn man es, weiß nicht, wie man das jetzt richtig, sehr positive Gefühle, warme Gefühle ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber irgendwie waren die emotional greifbar. Glaubt man bei Luhmann nicht. Ja, aber wenn man mit ihm irgendwo beim Abendessen sitzt und miteinander redet, dann war der einfach sehr unterhaltsam und auch witzig. Und das galt auch für Maturana. Wenn man nicht gerade irgendwie seine Positionen in Frage stellte. Der Varela, den fand ich irgendwie spröder. Ja, Max, irgendwie hat da zwischen uns die Chemie, ich bin ihm da nie wirklich näher gekommen. Ich bin ihm einige Male begegnet, also nicht nur bei dieser Veranstaltung, die ich da selber organisiert habe, sondern dann auch noch bei familientherapeutischen Kongressen in Athen und sonst wo. Ja, aber irgendwie, ich habe mich dann noch nicht sehr weiter darum bemüht, ihn näher kennenzulernen, ja, obwohl er sicher ein sehr intelligenter und schlauer Mann war. Ein Jammer auch, dass er so früh gestorben ist. Er ist ja von all denen, er war der Jüngste von den dreien und ist als Erster gestorben. Also insofern eine Form der Avantgarde, die nicht zu empfehlen ist. Wenn man trotzdem noch mal so ein bisschen schaut, als Person und Charakter, welche Sachen sind denn da eigentlich hervorstechend oder dir im Gedächtnis geblieben? Ja, von Luhmann habe ich schon gesagt, dass er ein extrem guter Beobachter war. Ja, bei dieser Tagung haben wir ja auch Videos gezeigt von Therapiesitzungen, Familientherapiesitzungen. Und Luhmann hat sofort verstanden, was gewissermaßen der Hintergrund der Techniken der Therapeuten war. Das bezieht sich sowohl auf die Interviewtechniken, dass er sofort verstanden hat, worum es da ging, nämlich auf die Beziehung zu schauen, die zwischen den Leuten ist, und auch was die Interventionstechniken anging, dass zum Beispiel um die Veränderung von Attributionen, um Zuschreibungen von Eigenschaften und Ähnlichem ging. Also diese Wachheit, und er war extrem neugierig, weil er hat immer Einladungen angenommen von Praktikern, ja, weil er war kein Praktiker, aber er war an Praxis interessiert und hat die dann analysiert und hat das dann auch aufgenommen, sieht man dann auch, wen er zitiert. Und das sind ja durchaus auch Praktiker, bei denen er dann gesessen hat und irgendwo sich mit ihnen unterhalten hat über das, was sie jeden Alltag machen. Ja. Und wie gesagt, er war durchaus charmant und humorvoll, richtig witzig, was man sonst nur noch in seinen Büchern in den Fußnoten findet. Ich finde ja auch in seiner Vorlesung war viel leichter verstehbar, als wenn er alleine vor dem Schreibtisch auf seiner Maschine herumgehämmert hat. Ja, früher auf so einer Maschine, die ganz schwer zu bedienen war. Helmut Wilke hat mal erzählt, dass Luhmann dann irgendwie es an den Handgelenken hatte, sodass dann Helmut Wilke ihm
von der Fakultät her eine Kugelkopfmaschine spendiert hat, um seine Handgelenke zu schützen. Also seinen Arbeitseifer, den finde ich geradezu bewundernswert. Ich habe irgendwo, das ist nicht meine eigene Erfahrung, aber ich habe einen Artikel über ihn gelesen, seinen Tageslauf. Ich bringe ihn jetzt nicht mehr ganz zustande, aber er steht früh auf, ging mit dem Hund raus, dann hat er geschrieben ein paar Stunden dann, und zwischendurch gefrühstückt, vielleicht auch vor dem Schreiben, das weiß ich nicht mehr. Dann hat er eine Pause gemacht, ging mit dem Hund raus, essen, nachmittags hat er dann gelesen, dann ging er wieder mit dem Hund raus, dann hat er gegessen, dann hat er wieder geschrieben oder gelesen, irgendwie so in der Art. Also er muss extrem fleißig gewesen sein. Ja, und das sieht man an seinen Büchern. Was mein Eindruck war, wenn ich seine Bücher lese, ist, dass er, ja, und das ist jetzt eine große Qualität, wenn man im Rückblick drauf schaut, dass er ja zwanghaft diese Themen abgearbeitet hat. Ja, ich habe es in einer Rezension mal eines seiner Bücher, habe ich seine Arbeitsart verglichen mit der eines Kleingärtners, der seinen Rasen mäht. Ja, rechts rum, links rum, ja, hin, her und dann am Schluss noch mit der Schere die Ränder abgeschnitten, sodass nichts ungeschnitten bleibt. Und so ist er, glaube ich, an die Themen herangegangen. Zumindest ist das mein Eindruck. Aber wie gesagt, ich habe ihn auch immer nur erlebt, einerseits lesend, andererseits bei diesen ja doch eher den Nicht-Alltag charakterisierenden Veranstaltungen wie Tagungen oder Kongressen. Wenn du das so erzählst, dass er immer neugierig geblieben ist, das resoniert insofern mit mir, als dass ich auch den Eindruck habe, dass er eine Theorie entwickelt hat, auch immer geschaut hat, was bringt diese Theorie, welchen Mehrwert hat sie, und dann aber immer wieder auch für sich selbst die Möglichkeit sah, zu sagen, na gut, da kann man jetzt die Architektur einer Theorie auch möglicherweise anpassen, weil wenn man anders drauf guckt, sieht man vielleicht nochmal andere Dinge. Und da hatte ich zumindest den Eindruck, auch jetzt nach deinen Erzählungen, dass er da immer offen für war, sowas auch vorzunehmen. Ja, mein Eindruck war, dass Luhmann kein Luhmannianer war. Ja, also er war immer bereit, irgendwie Modelle auch über Bord zu schmeißen, zumindest ist das auch wieder mein Eindruck. Mir schien er weit weniger orthodox, als manche seiner Schüler es sind. Ja? Weil es ging ihm um Weiterentwicklung und um Plausibilität. Also stellte die Sachen zur Debatte. Ja, spannend wurde es ja, und da wurde er eigentlich ja für uns, die wir aus der Praxis kamen, interessant, als er dann auch dieses Autopoiese-Konzept übernommen hat. Und vorher hat er eben andere Modelle. Und dann hat er aber seine ganze Theorie umgebaut, sodass sie zu dem Autopoiese-Konzept, also dass sie das Autopoiese-Konzept fruchtbar machen konnte für soziologische Fragestellungen. Und das, glaube ich, ist schon eine große Leistung, wenn man, ja, der vorher schon, was weiß ich, 15 Jahre durchaus hoch elaborierte Theorie entwickelt, dann nochmal so einen Schritt zu gehen und da einen richtigen Paradigmawechsel vorzunehmen. War zwar kompatibel mit dem alten, nämlich sich Kommunikationssysteme anzuschauen, aber eine der Prämissen, die da jetzt neu eingeführt wurde, die war doch total neu. Wenn man nochmal guckt, du hattest gesagt, auch zu Maturana konntest du eine Beziehung aufbauen, ja, irgendwie in Kontakt kommen. Was war das, was dich an ihm begeistert hat, was sozusagen für diese Nähe dort gesorgt hat? Naja, das mag natürlich auch daran, also ich mag Leute generell, die sehr konsistent und klar denken. Das hat Varela wahrscheinlich auch getan, also das kann nicht die Erklärung sein. Ja, aber er war jemand, der immer bereit war, auch gegen den Strom zu schwimmen, wenn es ihm sinnvoll erschien. Ja, er berichtete, nachdem er sein Autopoiese-Konzept entwickelt hatte, war er ja als Hirnforscher erstmal sehr umstritten. Er berichtete irgendwann mal bei irgendeinem Kaffeetrinken, dass er in Rom bei einer Veranstaltung von Hirnforschern sein Autopoiese-Konzept vorgestellt hat und dann hinten die Leute gesagt, ist das der Maturana? Also er hatte eine Reputation, ja, als
Hirnforscher, nämlich wahrscheinlich für diese Experimente mit dem Froschauge, das umgedreht war. Also er hatte eine relativ hohe Reputation. Ist das der Maturana, fragten sie, und er sagt, ja, das ist der. Und die Antwort war dann, what a pity, also was für ein Jammer. Ja, also er hat sich quasi ins Ausgeschossen durch dieses Konzept, ja, vorübergehend bei seinen Kollegen, aber das hat ihn überhaupt nicht erschüttert. Er war von seinem Modell überzeugt und von seinen Konzepten und hat die dann auch gegen Widerstände vertreten und unabhängig davon, ob ihm das nun Anerkennung oder Missachtung einbrachte. Und das, finde ich, ist schon ein starker Charakter. Und das sind so Merkmale, die ich persönlich sehr schätze bei Menschen, wenn sie irgendwas für rational halten und vernünftig halten, das dann auch zu vertreten. Wobei er ja nie irgendeiner Diskussion ausgewichen ist, sondern sie immer angenommen hat. Allerdings hatte er es auch, da ist er wahrscheinlich ähnlich wie Luhmann, er hatte es seinen Lesern auch nicht leicht gemacht. Seine Texte sind ja auch nicht leicht zu lesen. Ja? Mag an der Übersetzung liegen, das weiß ich nicht, aber die Texte sind auch durchaus erstmal hermetisch, weil er auch Begriffe verwendet, die in der Alltagssprache verwendet werden und ihnen dann eine leichte andere Bedeutung gibt. Organisation zum Beispiel. Ja, also da meint er ein abstraktes Verhältnis zwischen der Relation, ein Muster von Relation zwischen irgendwelchen Elementen, ja, die dann sich in der Interaktion miteinander, in der Vernetzung miteinander als diese Einheit reproduzieren und so weiter. Also das sind alles Formulierungen, die nicht wirklich sehr leicht zu verstehen sind und die es auch eher erschweren, sich da anzunähern. Wenn wir vielleicht so ein kleines bisschen aus dem persönlichen Bereich uns so langsam dem Fachlichen nähern, so wäre mein Eindruck, dass sich ein Luhmann als Soziologe verstanden hat, ein Maturana vielleicht als Biologe und ein Varela möglicherweise als Kognitionsforscher. Und wir gucken jetzt darauf aus dieser Perspektive Systemtheorie, Konstruktivismus. Wie sind denn die drei aus deiner Sicht in der, wenn man so sagen möchte, Szene verortet, verankert und wie werden sie von der gesehen? Also Varela hat insofern eine Sonderposition, als er ja auch noch etwas anderes hineinbrachte, nämlich er war Buddhist, ja, und meditierte und versuchte dann immer diese systemtheoretischen Konzepte in Beziehung zu setzen zu ostasiatischer Weisheit, wenn wir es mal so formulieren wollen, was durchaus sinnvoll ist, wie ich finde, weil da in diesen ganzen buddhistischen Konzepten ja viel Systemtheoretisches drinsteckt, ja, was man da die buddhistischen Konzepte und die ostasiatische Philosophie älter ist als die Systemtheorie, man als Bestätigung für systemtheoretische Modelle nehmen mag. Maturana war Biologe, ja, und war ja auch ärgerlich, dass andere Leute das Autopoiese-Konzept übernommen haben. Ja. Eine der Storys, die er erzählte, weil er auch gerne darüber berichtete, wie er darum kämpfte, dass dieser Autopoiese-Begriff nur für biologische Systeme verwendet wurde, berichtete von einer Tagung in Kassel, die Erich Jansch, auch ein Selbstorganisationsforscher, zum Thema Selbstorganisation organisiert hatte. Hat auch ein Buch geschrieben, Die Selbstorganisation des Universums. Ich weiß nicht, ob es noch im Druck ist, aber sehr empfehlenswert. Und wie er dann sich vor den Jansch hingekniet hat und sagt, Jansch, lieber Jansch, nenne das bitte nicht Autopoiese, nenne es irgendwie, aber nicht Autopoiese. Autopoiese ist nur für biologische Systeme. Und Maturana war ja eine Zeit lang, ein Semester, glaube ich, auch in Bielefeld eingeladen von Luhmann. Und ursprünglich war die Idee wohl, dass sie gemeinsam Seminare machen, und dann hat Luhmann sich aber zurückgehalten und Maturana hat das alleine gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass Maturana sich auch vor Luhmann niedergekniet hat und
gesagt hat, bitte nenn das nicht Autopoiese. Ich persönlich bin da ganz und gar auf der Seite Luhmanns, weil ich denke, es geht um ein Muster von Prozessen, um eine Prozesslogik, die dazu führt, dass es eben ein Prozess in welchem materiellen oder in welchem Phänomenbereich auch immer zu einer Innen-Außen-Unterscheidung führt. Und insofern finde ich, hat Maturana wahrscheinlich sein eigenes Konzept nicht richtig verstanden. Ich finde das ja ganz spannend, wenn ich dir auch so zuhöre und dann auch dein Buch, das Formbuch, wo du sagst Organismus, Psyche und soziale Systeme. Da habe ich ja irgendwie fast so den Eindruck, Organismus, da gibt es den Protagonisten Maturana, bei der Psyche dann möglicherweise in Varela, auch wenn du jetzt nicht so eng mit ihm zusammen warst, aber thematisch verknüpft. Und dann soziale Systeme mit Luhmann. Irgendwie so drei Protagonisten für die drei Systeme, die du dir anschaust. Ja, also wenn Varela Kognitionsforscher war, ich weiß nicht, bin da jetzt auch nicht belesen genug wahrscheinlich, ob er sich auch zu Affektivität geäußert hat. Ja? Wenn man den Kognitionsbegriff sehr weit fasst, wie Maturana das macht, und ich vermute mal, dass Varela das ähnlich macht, dann gehört das natürlich auch zur Kognition. Aber Maturana hätte sich natürlich auch als Kognitionsforscher verstanden, muss man ja deutlich sagen, weil er biologische Systeme als kognitive Systeme definiert. Ja, und wenn man den maturanischen Kognitionsbegriff verwendet, dann kann man sagen, auch soziale Systeme sind kognitive Systeme, weil sie Strukturen entwickeln, mit deren Hilfe man sie überleben können. Wenn das die Definition ist von kognitiven Prozessen, dass sie einer Dynamik folgen, einer Logik folgen, die dafür sorgt, dass sie sich selbst erhalten können. Also, aber wenn du das so einteilen willst, gerne. Vielleicht eine Nachfrage dazu, wenn man sich letztendlich auch Erkenntnis zu gewinnen anguckt, gibt dann letztendlich ja die, sagen wir mal, dritte Personenperspektive, indem man von außen drauf guckt, in der Kommunikation, Versuchsaufbauten macht und ähnliche Dinge, was ja auch Gehirnforscher sehr stark machen, indem sie schauen und versuchen zu gucken, welche Muster und gibt es dann letztendlich im Gehirn. Und soweit ich das verstanden habe, war Varela ja auch jemand, der dann aus der ersten Personenperspektive, nämlich was du angesprochen hast, Meditation, Zen-Buddhismus und ähnliche Sachen, diese Erfahrung auch mit reinzubringen, also da zu versuchen, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, diese beiden Themen näher heranzubringen. Was mich interessieren würde, deine Perspektive, wenn man über Psyche forschen möchte, sich damit auseinandersetzen möchte, Erkenntnisse gewinnen möchte, glaubst du eigentlich, dass die eher die Psychologen diejenigen sind, von denen man am meisten lernen kann? Oder sind es eher Gehirnforscher, die dort für Fortschritt und weitere Erkenntnisse sorgen werden in der Zukunft? Schwer zu sagen. Also die Psychologie hat ja ein großes Problem, nicht? Dass sie einen Gegenstandsbereich hat, der immer nur einem Beobachter zugänglich ist, nämlich der Selbstbeobachtung. Das heißt, was immer Psychologen an Experimenten machen, sind de facto Experimente mit Kommunikation. Sie kreieren immer ein Kommunikationssystem und folgern aus der Teilnahme an Kommunikation auf das, was in der Psyche abläuft. Ja, die ganz frühen Psychologen haben sich auf die Selbstbeobachtung eingelassen und haben geschaut, wie sie selber funktionieren. Auch die Psychoanalyse ist ja zu einem großen Teil aus der Selbstbeobachtung entstanden, Selbstanalyse Freuds. Und der Versuch in einer psychoanalytischen Behandlung oder besser gesagt in einer Analyse Zugang zu kriegen zu der Art und Weise, wie zum Beispiel Assoziationsnetze geknüpft werden, das ist auch natürlich angewiesen auf Kommunikation, auf Teilnahme an Kommunikation und die Bedingungen dieser Kommunikation, die dann dort halt verändert sind, sodass etwas an sich Unwahrscheinliches geschieht, nämlich dass jemand erzählt, was er träumt und was ihm dazu einfällt. Also, dass die Hirnforscher wirklich viel zur Psychologie beitragen können, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ja, es
Ich glaube, dass Sie Randbedingungen definieren können. Ja, man sagt, das Gehirn ist eine relevante Umwelt für die Psyche, ja, genau wie Kommunikationssysteme relevanten Umwelten sind für die Psyche, dann sind die beide eher auf einem Status. Für mich waren ja mit die faszinierendsten Arbeiten von Hirnforschern diese Arbeiten von McCulloch und Pitts in den Ende der 40er Jahre, die gezeigt haben, dass man eigentlich die Neuronenverknüpfungen, in den Neuronenverknüpfungen sich genau die zweiwertige Logik abbildet. Ja, dann könnte man sagen, okay, unser Gehirn ist so strukturiert, dass es zweiwertig logisch denken kann, nicht muss. Ja, dann haben wir eine Verbindung gewissermaßen zwischen dieser relevanten Umwelt auf Hirnebene und dem, was psychisch passiert. Aber also die Biologie ist nicht ungestraft wegzudenken und die biologischen Bedingungen setzen gewissermaßen die Grenzen dessen, was psychisch möglich ist. Aber sie erklären es nicht, zumindest nicht vollständig. Also alle Versuche, das, was psychisch passiert, allein auf biologische Prozesse zurückzuführen, scheint mir einfach ein relevanter Faktor, sprich eine zweite relevante Umwelt zu fehlen, nämlich Psyche entsteht aus der Interaktion von biologischen und sozialen Systemen. Wenn man nochmal sich den Luhmann anschaut, er hat ja letztendlich über Gesellschaft geforscht und wie du auch gesagt hast, viele Sachen bearbeitet und hat dann ja auch über Organisationen geschrieben, über Gruppen, glaube ich, hattest du gesagt, ein bisschen weniger. Was war so denn sein Verhältnis oder seine Position oder auch die Bedeutung, die er Organisationen bzw. Gruppen zugeordnet hat? Also sehr interessant, dass ich glaube, er hat sich eigentlich nicht sehr für Organisationen interessiert. Er wollte, also auch das ist wieder wilde Spekulation meinerseits und mein Eindruck, weil er wollte immer eine Theorie der Gesellschaft schreiben. Und da kommen dann natürlich irgendwann Organisationen vor, aber es ist ja nicht zufällig, dass dieses Buch Organisation und Entscheidung das letzte war, was er publiziert hat. Ja, nachher gab es noch ein paar Bücher, die dann von André Kieserling herausgegeben wurden, sozusagen als Nachlassverwalter. Das war aber, sind aber meistens Dinge, die er vorher auch schon irgendwo publiziert hatte. Organisationen, ja, die gibt es, die gab es, aber und die interessierten ihn, aber die Modelle, die er da vertritt, sind ja auch nicht wirklich von ihm originär erfunden worden. Ja. Da gab es James March und Herbert Simon, ja, die da viel vorgearbeitet haben und deren Konzepte wie Entscheidungsprämissen, Unsicherheitsabsorption, solche Konzepte, die hat er alle übernommen von ihnen. Was er gemacht hat, und da kommt wieder der Kleingärtner, der den Rasen mäht, ins Spiel. Er hat das eingeordnet in sein Paradigma der einer Gesellschaft und einer Gesellschaft, die Kommunikation ist, ja, die eine Weltgesellschaft, die aus Kommunikation besteht, und hat dann den Fokus halt ganz speziell auf die Kommunikationsstrukturen gelegt, die in Organisation sind und die sie von dem Rest der Welt unterscheiden. Ja. Was Gruppen angeht, da hat er nicht viel mit dem Sinn. Ja. Müsstest du nochmal den Rudi Wimmer zu interviewen, weil er hatte den Luhmann auch öfter bei sich in Wien eingeladen, bei diesen Wiener Kollegen, die ja alle aus der Gruppendynamik kamen. Und das hat wahrscheinlich, zumindest ist das die Geschichte, die mir erzählt wurde, habe ich nicht von Luhmann, aber von einigen Leuten, die ihn kennen, in den 68er Jahren oder nach 68er Jahren, in den nach 68er Jahren, als Luhmann seine Professur in Bielefeld angetreten hat, wurde gesetzlich die Gruppenuniversität eingeführt. Das heißt, es wurde eine andere Organisationsstruktur für die Uni gefunden, wo plötzlich Gruppen irgendwelche Entscheidungskompetenzen bekamen. Und das war offenbar eine ziemlich schreckliche Zeit für Luhmann. Und seither hat er, so sagt man, immer wenn er das Wort Gruppe hörte, Pickel bekommen. Ja,
Ob es so schlimm war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er Gruppe nicht als eigenständiges soziales System definiert. Und das kann man sicher anders sehen. Und ich würde es auch anders sehen. Ja? Also nur zu sagen, wir haben Interaktion, Organisation oder und dann was, Weltgesellschaft, das ist mir nicht differenziert genug. Naja, und ein großer Teil unseres Lebens findet ja auch in Gruppen statt oder in persönlichen Begegnungen. Ja. Du hattest mir vorher erzählt, Familie kam bei ihm eigentlich auch nicht vor. Ja? Wenn ich Kollegen, familientherapeutische Kollegen, die damals die Zeitschrift System Familie herausgaben, ihn aufgefordert hätten, was dazu schreiben oder gebeten hätten, was zu schreiben, dann hätte er wahrscheinlich nie was zum Thema Familie geschrieben. Und in all seinen zigtausend Seiten, die er publiziert hat, gibt es nur zwei Artikel zum Thema Familie. Ja. Also auch das passte irgendwo nicht in sein Modell ursprünglich hinein und er ist auch immer noch nicht konsistent wirklich in diese Luhmannsche Gesamttheorie eingebettet, ja, die Familie. Und es ist aber auch gut, dass er ja doch noch ein paar Rasenflecken übrig gelassen hat, die andere dann mähen können. Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, dass du ein paar Fotos mitgebracht hast. Die werden wir sicherlich auf die Webseite auch stellen, aber vielleicht kannst du ja unseren Zuschauerinnen schon mal was zeigen. Das ist Maturana, wie er leibt und lebt, ja, bei einem seiner Vorträge. Das hier ist, Luhmann, da sieht man Varela von hinten, Heinz von Förster links, ja, und Helm Stierlin, den sieht man da auch noch. Ja, ich habe ziemlich oft den Maturana fotografiert und den Varela ziemlich selten, fällt mir auf. Ja. Aber hier, das ist sozusagen ganz typisch. Er hat immer an einer Tafel gemalt. Ja. Nie ein Flipchart, hat immer auf einer Tafel bestanden und hat dann mit Kreide gemalt. Er war eigensinnig und das ist ja etwas, fand ich sehr sympathisch, sein Eigensinn. Ja. Aber wie gesagt, er war durchaus auch in der Lage, Humor zu ertragen. Ich habe ihm mal erklärt, ich hätte ursprünglich immer gedacht, Autopoiese hieße, dass jemand Gedichte über sein Auto schreibt. Und da hat er herzlich gelacht. Das hier war bei dieser Tagung, ja, Moment, wo habe ich jetzt meinen Finger drauf, über Gunter Schmidt, links, da wo ist links, Moment, das sehe ich von hier, da ist Varela, da ist Luhmann und da ist Heinz von Förster. Ja, das sind die drei. Wir können das alles noch auf die Website stellen. Ja, klar. Genau. Hier Heinz von Förster und Luhmann. Ja. Ja, Heinz von Förster stand Luhmann auch kritisch gegenüber. Luhmann fand Heinz, glaube ich, interessanter als umgekehrt. Ja. Heinz war überhaupt ein sehr liebenswerter, aber doch auch sehr kritischer Mensch, der allerdings nie irgendjemand vernichtend kritisierte. Hier nochmal Luhmann und Varela. Ja. Gut, auf jeden Fall Varela. Ja, ja auch nochmal. Die Heinz von Förster, das war sozusagen so bei einer Familiensitzung. Da hinten sieht man das Genogramm angemalt und da sitzen die beiden und beobachten. Ja, hier, da habe ich, das war aus der Zeit, als ich mir beim eines dieser Abendessen, wo er immer sehr charmant war, Luhmann, und ich hatte mir damals die Haare noch dunkel gefärbt, wie man sieht. Ja. Gut, okay, das ist ein Bild, was nicht ich gemacht habe, was irgendjemand mir mal geschenkt hat bei irgendeiner anderen Tagung. Da hatte Luhmann bei sich besucht und so sah es bei ihm aus. Also das Bücherregal ist geordnet, da vorne steht eine Tasse Kaffee. Ja, gut, okay, das reicht, glaube ich. Ja, hier noch ein Bild, vielleicht mit Varela. Da ich so wenige Bilder von ihm habe, zeige ich sie alle, ja, mit Heinz von Förster. Und dahinter ist Kurt Ludewig, der hat den Maturana ins Deutsche übersetzt, zumindest zum Teil. Ja. Noch eins. Wieder die drei. Gut, das reicht, glaube ich. Das waren bestimmt spannende Zeiten. Vielen Dank, Fritz, dass du uns hier
einen kleinen Einblick gegeben hast. Ja, danke. Naja, wie gesagt, das ist relativ oberflächlich und sehr distanziert. Ja, das liegt daran, dass ich sie halt auch nur aus diesem Kontext kenne. Aber immerhin bin ich froh, dass ich sie überhaupt kennengelernt habe. Ja, ich fand es sehr spannend. Vielen Dank dafür. Gerne.